Und dann können wir schon zum Schiffswrack gehen. Hier. Einfach hier lang springen und dahin schwimmen. Also wie gesagt, du kannst schneller schwimmen, gell? Wenn du Shift drückst. Ich habe nur gerade geguckt, der Herr Gaming, der macht da gerade sich an ältere Herren ran. Okay. Also das. Jetzt sollen wir hier in dieses Boot reintauchen oder wie? Ja, und halt die Sachen holen, wenn hier so Kisten rumliegen und so einfach. Oh. Wieso komme ich denn da nicht rein, verdammte Kacke? Muss ich von der Seite rein, ja? Da ist ja so ein Eingang. Durch den Eingang bin ich nicht durchgepasst. Doch, da passt jeder durch. Der Eingang ist unter Wasser, ne? Ja, das sind so Treppen. Ich kann es dir gleich zeigen. Ich bring kurz eine Sache zu unserem Schiff. Ach der, ja gut. Hast du ihn gefunden? Mhm. Perfekt. Da geht's dann noch ein Stockwerk weiter runter. Da kann auch noch was sein. Ist aber eine sehr verquere Optik hier. Ja. Das schaffst du schon. Ich glaub, du erstickst. Hat er mir den Mund so voll genommen, oder was? Ja, ich habe eine Truhe drin, weißt du? Wäre ja einfacher, wenn du uns mal helfen würdest. So nennt ihr jungen Leute das eher. Ich pass aufs Schiff auf. Ja, ich pass aufs Schiff auf. Damit bloß nichts auf meine neuen Nerzklamotten kommt, weißt du? Du bist ein Wichser. So. Hey, ich wollte dir nur... Aber guck mal, ich habe auch was gemacht. Und gleich ist sie weg, weißt du? Fussel, deine Kiste macht komische Geräusche. Ja. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Was ist das für eine Kiste? Da kommt Nebel raus. Truhe der Seefahrer, des Seefahrers. Ach, ja, okay, dann. Dann ist ja nicht schlimm. Also, da solange sie nicht weint, ist alles gut. Du lass doch auch mal die Kiste weinen. Da ist nichts mehr, wir können zurück zum Schiff. Ist nichts mehr hier, meinst du? Nee. Dankeschön. Oh, hat sich hier wohl jemand ein Haustier gekauft? Für 5 Euro. Ah, der Niklas hat Geld für sowas. Danke auch. Stimmt, ja. Ey, du weißt aber auch, dass es Skelette gibt, wo dir so echt Geld geben, oder? Nein. Welche Skelette geben mir echtes Geld? Die haben da so Geldsäcke auf dem Rücken und da hast du 10 Sekunden Zeit, die zu töten. Sonst hauen die ab und du bekommst halt nichts. Aber die sind sehr selten. Ah ja, ich kenne Niklas, der wird mir das Geld dann eh wegnehmen. Woran erkennt man eigentlich, dass Fisch gar ist, wenn man den kocht? Zeig mal. Ja, der wird dann. Der ist jetzt gar. Hier, nehmen ihn. So, okay, ich bin weg. Was hat Futter angestellt? Der hat gekocht. Oh Gott. Was ist denn das für ein widerliches Skelett hier auf dem Schiff? Tu das weg! Das ist sein Haustier. Oh Junge, du musst das Viech doch auch mal füttern. Was bist du denn für ein ekelhafter Lebewesenhasser? Das ist ja nicht mehr. Guck dir mal das arme Ding an, das ist ja nur noch Haut und Knochen. Also nur noch Knochen, denn selbst die Haut ist schon weg. Ja, aber Haare. Wo? Ja, da. Ist nicht.
Widerlich. Sag, ich wäre am Anker, ihr müsst mir nur sagen, wann. Ja, jetzt. Runter, das Ding. Ding ist runter. Perfekt eingeparkt. Und jetzt verkaufen wir Kisten, wir, ja? Die ganze Kacke hier. Scheiße. Das ist ja scheiße eingeparkt. Das ist perfekt eingeparkt. Hey, da kann ich mir gleich wieder neues Zeug kaufen. Wo verkaufe ich denn diese blöden Kisten? Zeig mal, komm mal, dreh dich mal um. Wie dreh ich mal um? Was hast denn du? Ja, die Kanten musst du hier verkaufen. Wobei, bei Uschi hier? Ja. Hör mal, du alte Krähe, ich hab hier was. Hello, dearie. Goodbye, my lovely. Und übrigens, ja, irgendwann folgen wir irgendwas wegen einem Affen gesagt habe, ja, es ist es mir wert. Diese 5 Euro sind gut angelegt. In einen Affen namens Jack. Wie heißt der? Jack. Wir nennen den Affen Jack. Also wegen Jack's Berry jetzt, oder? Ja. Okay. Oh. Ich hätte ihn auch Gorilla nennen können, aber das war mir dann zu umständlich. Na, Fussel? Das ist ja auch mein Affe. Eben. Und ansonsten gehen die Kisten wohin? Ja, da zu dem Goldtyp hier in dem Zelt, den du vorher ankotzen wolltest. Ich wollte jemanden ankotzen? Ja, ganz am Anfang. Nein. Du hast mich angekotzt, meinst du? Richtig. Das wollte ich auch. Du hast mir deine Kotze mit dem Eimer ins Gesicht geschüttet. Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. So, haben wir noch irgendwas auf dem Schiff, was verkauft werden muss? Außer Fussel. Dich. Ein Schädel, glaub noch. Ich hätte hier noch getragene Unterhosen, wenn die ja noch einer loswerden möchte. Von dir? Ja, natürlich. Oh ja, dann. 5 Gallonen. Bitte dir. Oh. Der. Hab ich dich gerade angekotzt? Niklas? Der ja? Herr Wizard hat in dein Boot gekotzt. Verhau ihn. Ist ja dein Boot. Mann. So, was kann ich mir denn jetzt Schönes kaufen? Och. Du hast so eine Kaufsucht, ne? Hat der Kotze im Gesicht? Ich kann schon mal passieren, ja, ja. Was kann ich denn bei der kaufen? Guck mal, der Affe, der läuft die ganze Zeit hinterher. Na, der eine kauft ein, der andere geht schwimmen. Naja, ich belade unser Boot mit Kanonenkugeln. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich mach was fürs Team. Er macht Häufchen, wollte er sagen. Ins Boot. Mhm. Du kaufst ja nicht gerade ab. Dass das Zeug fürs Schiff echt scheiße teuer ist. Hey, wo kauf... Ah, warte mal. Irgendwie habe ich Kotze im Gesicht, kann das sein? Soll ich sagen, welche Kotze? Das sind die Maden. Das sind die Maden, die ich gegessen habe. Daher die leicht würzige Note. Ja, ich vertrag Maden neuerdings nicht mehr. Das verstehe ich gar nicht. So eine anständige Made. Ich
Fernglas, nee, Fernglas habe ich ja. Einen Krug habe ich auch noch einen. Wie viel Gold habt ihr denn gerade? Ich habe 15.000. 15.000? Ja. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Der spielt ja auch schon. Sag das mal, versuch irgendwas fürs Boot zu kaufen. Ja, ich habe 172.000. Siehst du? Nur ein paar tausend mehr. Ja, ein paar. Ich habe noch Schulden, deswegen bin ich überhaupt erst hier an Bord. Du hast Schulden bei mir, meinst du? Nö. Wenn ich bei einem keine Schulden habe, dann bei dir. Ich habe dich schon in The Forest ausgehalten. Ich finde, das ist eine Menge wert. Ach, du hast mich ausgehalten? Ja. Ich habe dich ausgehalten, meinst du? Ja, das ist jetzt Ansichtssache. Aber das ist der Undank ist der Weltenlohn. So ist das immer, weißt du? Gorilla habe ich auch mehrfach jetzt bei Reft aus dem Wasser gezogen. Und was ist? Nix. Nur Ärger. Ja, warum schubst du ihn auch dann immer ins Wasser rein? War ich ja gar nicht. Ist ja in den Hai reingesprungen, der Idiot. Hätte ich jetzt auch gesagt. Red dich nicht mal raus, Fussel. Nö. Ich habe da nichts mit zu tun, ja? Das musst du dir jeden Samstag 8-9 Stunden antun, ne? Naja, du ja wohl nicht. Du erstens kommst zu spät und zweitens gehst du früh. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Na, erinnere dich mal ans letzte Mal. Oh nee. Was war denn schon wieder am letzten Mal? Da, ich bin krank. Mir geht's noch nicht so gut. Lass uns nur mal ein kurzes Streaming machen. Immer das Gleiche. So, was seid ihr schon wieder? Auf dem Schiff. Ah, sehr gut. Wo ist Fussel? Vorm Schiff. Ja, dann auf. Lass uns fahren. Ich hab's nämlich von unten mal gestrichen, weil da war nämlich ein Loch drin. So. Außerdem haben wir Seepockensperma an Bord gehabt. Ja, dann geh doch vom Bord, dann ist es wieder weg. Ich bin doch keine Seepocke, du Vogel. Hörst dich aber wieder an. Oh, scheiße. Wieso habt ihr keinen Haken? Was für ein Haken? Ein Haken am Arm. Oder halt an der Hand. Na, er hat einen Haken im Hirn, das reicht doch. Weil ich aufpassen kann, wo ich meine Hand reinstecke? Ich hab meine Hände noch zum Onanieren. Tu doch mal diese Katze da weg. Was ist denn das? Hau ab, komm. Hau ab. Geh. Lässt du meinen Affen rum? Böser Affe. Das ist kein Affe, das ist ein Skelettovogel. Fütter das Viech mal. Lass mein Affen in Ruhe. Das ist. Entschuldige dich. Hau ab. Sag Entschuldigung. Er riecht streng nach irgendwas. Nach Zombie. Der riecht nicht strenger als du, also. Aber nicht nach Zombie. Tu doch mal das. Jetzt. Geh weg. Entschuldige dich. Nein, ich entschuldige mich nie bei Skeletten. Guck mal, der hat sogar Angst. Geh weg. Der hat keine Angst. Außerdem hat er zu wenig Rippen. Affen haben viel mehr Rippen. Er lacht dich sogar aus. Der kann mich nicht auslachen, der lacht mit mir. Über dich. Siehst du, er zahnt sogar besser als du. Der Affe ist über Bord gegangen. Was ein blödes Viech, du. Mein Gott. Mann. Gute Nacht. Ist einer am Steuer? Naja. Gut. Schmeiß den Affen jetzt über Bord. Okay. Schau mal hinter dich. Schmeiß den über Bord. Anker ist gelichtet. Der kommt ja immer wieder zurück. Auch noch so ein anhänglicher Affe, weißt du? Ja, natürlich.
finde das ja gut. Gibst 5 Euro aus oder Mark oder was hast du jetzt bezahlt? 5 Mark? Ja, knapp 5 Euro. Ein bisschen weniger als 5 Euro. Hallo, wo kommt denn der Wind eigentlich her? Mach die Hose auf, dann weißt du's. Ja, ich bin schon kalt. Wohin wollen wir eigentlich fahren? Immer so.